Weiter geht's im spannenden Thea The Awakening. Und wir sind jetzt hier an einem Punkt, der neu ist. Ich bin mit der Expeditionstruppe, nachdem ich sie habe ausruhen lassen, um den Verwundeten ausreichend zu heilen, zum Spinnennest, das in der Nähe des Dorfes ist. Und als die Expedition dort ankam, hatten wir die Möglichkeit, direkt diese Bestien anzugreifen oder einen Gifttrank zu brauen, um diese zu vergiften. Das haben wir gemacht. Und damit haben wir jetzt eine andere Art der Herausforderung angenommen. Und die heißt jetzt Herausforderung Krankheit heilen. So, und jetzt gucken wir uns mal an, wie das jetzt hier innerhalb dieses Kampfsystems dann unter dieser Art der Herausforderung vonstatten geht. So, Tutorial, gucken wir mal kurz, ob das dasselbe ist oder anders. Genau, das ist nochmal einfach dieselbe Information. Und der Sheshul, der ist nicht ganz auf der Höhe. Der hat hier 8. Der ist noch nicht ganz fit. Der hat eigentlich mehr. Hier steht zwar 8, 8, aber er hat, meine ich, mehr. Wobei es kann sein, dass er sich trotzdem regeneriert hat. Deswegen gucken wir mal. Ich mische aber trotzdem neu. So, damit das einfach da erstmal verschwindet. Leos Lava müssen wir gucken. Die kann halt eigentlich, die kann heilen, ne? Und Verbündete unterstützen. Und wir können nicht mehr mischen. Egal. Lerne durch Schmerz, heißt es so schön. So. Das wird jetzt interessant. Willkommen im Karten-Minispiel. Bitte befolge dieses Tutorial aufmerksam. Genau, okay. Jetzt gucken wir, ob sich irgendwas verändert hat in dem Tutorial. Nein. Das ist dasselbe, selbe, selbe. Und auch dasselbe. Ich sehe da erstmal überhaupt keinen Unterschied. Und wir packen jetzt erstmal Sebovit auf das Feld. Und ich habe so eingestellt in Option, dass wenn ich keine Karte mehr ausspielen kann, dass das Ding einfach direkt dann auch die Runde beendet. Dann brauche ich nicht immer draufklicken. Und hier sehen wir das, ne? Krankheit heilen. Vermutlich wurden die selbst dann dadurch vergiftet durch diesen Trank. 100%, ich weiß das natürlich erstmal nicht. Aber das ist natürlich eine Möglichkeit. So, Gegentaktik. Legt eine zufällige Karte aus der taktischen Hand des Gegners ab. Die Stufe der abgelegten Karte muss gleich an die hier sein. Probieren wir mal, ob das geht jetzt. Ja, jetzt geht es. Muss mir noch einlesen, weil beim letzten Mal ging es nicht und ich wusste nichts damit anzufangen. Oh, jetzt kommt da nochmal Krankheit. Also wir kämpfen jetzt quasi gegen Krankheit. So. Bredka, ja, die ist halt angrenzend zu dem Ding hier. Ich vertraue darauf, ist gut. Der hat nur 3 Angriff. Der hat halt viele Verteidigungswerte, aber hat nur 3 Angriff. Hier, Leoslava ist zwar Heilerin, aber eine Heilerin mit doch einem netten Angriffswert. Sofern ich das aktuell einschätzen kann. Und gucken wir mal. Ich kann immer noch 3 ausspielen. Ich packe jetzt noch alle hier raus. Ihnen das auch mal Gegentaktik ausspielen. Geht nicht. Okay. Das muss ich noch erlernen. Warum und was und wie und was. Die Stufe der abgelegten Karte muss gleich oder niedriger sein als die Stufe der Gegentaktik. Ich weiß ja nicht mal, was die Gegentaktik ist. Wobei das hier vielleicht die Stufe ist. Ja, das ist die Stufe. Nur wo sehe ich die Kartenstufe? Ich meine, das ist die Kartenstufe. Okay, also sie muss niedriger sein. Okay, ich verstehe. Das heißt, bei ihm würde es funktionieren. Ich probiere es jetzt nicht. Aber das muss bei ihm, müsste das auch funktionieren. Okay. Dann, Mischibor. Du stößt vor. So. Was macht er? Ja, macht da jetzt nichts groß. Deswegen beenden wir die Runde. Und treten in Kampfphase 1 ein. Oh, ich mal hier 8 abgezogen. Ich glaube, Leoslava. Ja, wobei. Ja, geht noch, geht noch. Oh, steht noch. Ah, Leoslava fällt. Aber es macht nichts. Ich kann sie danach im Dorf auch ausruhen lassen.
Zumindest werden wir hier erstmal die Krankheit besiegen. Und wir waren siegreich. Ihr braut ein potentes Gift, das bestimmt jede Bestie umbringen wird. Ne? Das ist das, was wir gemacht haben. Wir hätten auch die Möglichkeit gehabt, direkt einfach zu kämpfen. So. Ihr führt euren Plan mit Perfektion aus. Die Tiere fressen den Köder und brechen bald darauf vor Schmerzen gekrümmt zusammen. Vielleicht sind einige davon gekommen. Ihr habt jedoch mindestens die Hälfte des Rudels erledigt. Ihr habt erhalten Spinnseide und kleiner Bernstein-Amulett. Wundervoll. So, hier steht linksklicken zerlegen, rechtsklicken Eigenschaften anzeigen. Ausrüstung hergestellter Gegenstand. Eigenschaften Konzentration. Bei Intellekt und Zauber Herausforderung. Die Karte, die Schaden durch Konzentration zufügt, wird vor die letzte Karte gesetzt, wenn diese eine gegnerische Karte war. Sie wird außerdem die Hälfte ihres Konzentrationsschadens zufügen. Okay, da gibt es viele, viele Eigenschaften, die ich zwar, ich lese sie auch, ich verstehe den Sinn des Textes, aber ich kann sie stellenweise noch nicht wirklich in den Kontext der Kämpfe bringen. Das ist etwas, was, da muss ich einfach noch reinkommen. Aber das ist auch gut so. Je komplexer ein Kampfsystem ist, umso ja, länger ist es eigentlich motivierend in der Regel. So. Und auch ganz wichtig, wenn ihr neue Spiele beginnt, wird die Karte auch neu generiert. So viel habe ich gelernt. So, da ist die Truppe. Oh, da sind Untote. Zwei zerbrochene Skelett, ein untoter Leichnam. Wir sind ein Stückchen weiter. So, jetzt kann ich entweder hier rasten. Oder ich kann versuchen, die zwei Felder bis zum Dorf. Ich weiß nicht, die können zwei Felder laufen. Ah, okay, ich muss tatsächlich ziehen. Das habe ich vorhin verpeilt. Ich würde vier laufen. Ist die Frage, ob die Untoten mich angreifen. Ich mach mal... Das ist zwei Bewegungspunkte. Warum zwei? Hier eins. Hier auch eins. Zwischen ist dieser Felsen. Ich vertraue darauf, dass der Felsen uns ein wenig schützt. Das Coole ist, ihr könnt auch mit der Expeditionsgruppe, die kann auch sammeln. Also man sieht jetzt zum Beispiel, hier heißt es zwar Dorfübersicht, das Dorf ist aber in dem Fall Expedition 1. Ich benenne die auch mal um in... Naja, ich lasse sie einfach so. Vielleicht fällt mir irgendwann mal ein Name ein oder wenn ich merke, die unterschiedlichen Expeditionen haben unterschiedliche Aufgaben für mich, dann gebe ich denen vielleicht auch andere Informationen. Aber ihr seht hier, die können sammeln und die können halt eben in Abhängigkeit davon, wie viele Ressourcen sich in ihrer Umgebung befinden, könnten die dieses Holz auch sammeln. Das ist schon sehr geil, das ist schon, ich glaube, das ist später sehr wichtig, wenn man halt auf der Karte weit fortgeschritten ist mit der Expeditionsgruppe oder mit einer bestimmten, dass man nicht direkt abhängig ist von dem Dorf, denn man braucht ja auch zum Beispiel fürs Lager, braucht man ja auch bestimmte Dinge oder ich denke, dass es noch andere Dinge geben wird, die wir dann gebrauchen können und vor allem, wenn man mal guckt, ich gehe nochmal zur Produktion, da sieht man zum Beispiel, Cecil hat zum Beispiel die Möglichkeit, er kann Dinge herstellen und er ist auch ein Sammler. Leos Lava ist auch eine Sammlerin, also die sind gut darin, das zu tun. Und ja, aber Leos Lava geht es nicht gut, deswegen lasse ich sie hier. Also sie soll auch sich jetzt erstmal ausruhen. Ich muss mal gucken, wie es insgesamt bei denen ausgeht. Gut, Leos Lava ist wieder geheilt, okay. Und Cheshule geht es noch nicht ganz so gut, das war aber eben etwas, da muss er sich noch heilen. Was ich interessant finde, ist halt, dass Leos Lava vorhin drauf ging. Also nicht drauf ging, aber sie ist doch, ja, sie hat komplett alle Energie verloren eigentlich. Jetzt hat sie wieder voll Energie. Vielleicht ist das bei ihr so, dass sie als Heilerin sich dann nach einem Kampf wieder heilt. Das werde ich mir auch irgendwann mal angucken müssen und herausfinden müssen. Hier. Schaut mal hier. Die Fertigkeit Heilkundler ist bei Krankheitsherausforderungen von unschätzbarem Wert und verringert die Wahrscheinlichkeit, in der eigenen Gruppe an Wunden zu sterben. Okay. Warum sie jetzt wieder geheilt ist, ist eine andere Frage. Weil normal ist es so, wenn die Null erreicht haben, sind sie erstmal verwundet. Aber es besteht in diesem Verwundetzustand die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit, dass sie halt eben auch komplett sterben. Gucken wir mal. Also das ist echt super. Das gefällt mir. Guck mal, wie viele Eigenschaften. Also der RPGler in mir, der ist himmelhoch jauchzend nicht zu Tode betrübt, sondern erfreut. Fantastisch. Okay. Expedition rastet. Im Nebeldorf sieht es auch ganz gut aus. Ich habe noch nicht ganz den Durchblick, auch was die Anzeigen mir genau wie sagen. Aber ich glaube, das heißt hier Nahrung hält noch für vier Runden.
Und Feuer haben wir noch für 9 Runden und so Geschichten. Müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt noch mehr Holz und wir können jetzt hoffentlich jetzt bauen. Gucken wir mal die Produktion. Ich habe hier... ich hatte hier jemand abgezogen von den Knochen, nämlich sie. Und die beiden einfach mal Holz sammeln lassen, weil Holz ist für uns echt wichtig. Und wir müssen gucken, dass wir auch irgendwie jetzt so langsam genügend Ressourcen bekommen, um was zu bauen. Ja, also mir fehlen 35 Holz und dann kann ich, könnte ich endlich eine Schmiede bauen. Und für die Weide brauche ich noch, noch mehr Gemüse. Aber da ist, da sind die ja dran. Also mal gucken, da sind noch 2 Runden. Dann wird Gemüse eingesammelt. Und hier ist noch eine Runde und dann kriegen wir auch Fettholz. Und ich versuche mal darauf zu achten, wie viel wir kriegen. Kriegen wir, was ist das, plus 75 und kriegen wir hier plus 5 oder kriegen wir hier plus 7 und plus 14? Das checke ich auch noch nicht so ganz. Ich nehme an, die plus 75 ist das, was wir eigentlich bekommen würden. Denn wenn ich sie wegnehme, dann sinkt dieser Wert und der Wert bleibt gleich. Also gucken wir mal. Das hier ist der Wert, das ist das Holz, das wir haben. Und nur das hier irritiert mich, weil ich nicht genau sagen kann, was bedeutet das. Aber das gucke ich mir in einem Tutorial hier dann nochmal, das lese ich mir dann selber durch. Weil das Tutorial nicht unbedingt wirklich so viel alles gleich abdeckt. Ja, da kann man dann, wobei, man kann mal kurz schauen, ob wir da was sehen. Wenn wir schon dabei sind, interessiert euch ja vielleicht auch. Genau. Etc. etc. Genau, das kennen wir schon. Produktion, Rohstoffe. Herstellen, sammeln. Genau. Ah, hier. Dieses Symbol steht für die Paketgröße. Wie viele Einheiten dieser Ressourcen dem Inventar hinzugefügt werden. Sobald die Abgabe abgeschlossen wurde. Okay. Und das hier. Dieses Symbol steht für die benötigten Produktionspunkte. Mehrere fähige Sammler generieren mehr Produktionspunkte die Runde und können eine Aufgabe somit auch schneller abschließen. Genau. Ah, guck mal. Das ist auch interessant. Es können ja mehrere Dorfbewohner sammeln, das wissen wir. Aber, das ist wichtig, der erste Dorfbewohner wird zum Hauptsammler und 100% seiner Produktionsleistung fließen in die Aufgabe. Jeder weitere Dorfbewohner, der dieser Aufgabe zugewiesen wird, wird zum Helfer und trägt 50% seiner Produktionsleistung zur Aufgabe bei. Wenn mehr als ein Dorfbewohner zugeteilt wird, wird der Hauptsammler immer derjenige mit der höchsten Sammelfertigkeit sein. Okay, ist das automatisch so? Gucken wir mal. Was hat sie denn für einen Sammelwert? Ah gut, 5? Ne, er hat auch 5. Das heißt, wir können das so gar nicht ermessen. Hätte man errechnen können. Wenn wir es mal rechnen, dann würde es bedeuten, einer sammelt 10, der andere sammelt 5. Ist der 10er auf Platz 1 und der 5er auf Platz 2, dann sammelt der 5er 2,5. Haben wir in Summe 12,5. Tauschen wir das, sammelt der eine 5 und der andere sammelt auch 5. Mal 10, 50%, 5, 10, also 2,5 weniger. Also sollte man darauf achten. Ich weiß nicht, ob es sich jetzt negativ auswirkt, aber ich teste es mal. Ich will mal sehen, weil sie hat einen niedrigen Sammelwert. So, ich mach sie mal raus. So, sammelt, das sind 52, beziehungsweise... Genau. Also es macht keinen Unterschied. Ich kann die auch gar nicht tauschen. Ich mach's mal raus. So. Also wird automatisch tatsächlich. Das ist gut, das ist cool. Denn dadurch müssen wir nicht jedes Mal gucken, Mama, wer hat einen höheren Sammelwert, wer nicht. Weil ich glaube, später haben wir hier alles voll mit Dorfbewohnern und weiß der Geier. Und da werden wir wahrscheinlich dann, würde man wahrscheinlich ewig brauchen. Und wenn ich es jetzt mal rausnehme, ich guck mal, die Runde selbst wird nicht niedriger. Aber hier plus 75, das ist etwas, was mich wirklich irritiert. Weil ich verstehe. Das ist schon ganz klar, die Produktionspunkte. Und da kann man darauf achten. Die sind halt, das ist die Produktionsstärke, die haben. Durch ihre Fähigkeiten. Und das ist schon zu viel des Guten, weil das ist nicht notwendig. Deswegen dauert es auch eine Runde, egal auch wenn ich sie rausnehme oder nicht. Weil das ist von der Menge her so viel. Passt. Die 54 werden so oder so erreicht. Das schafft er alleine. Okay.
Wenn ich sie hier reinpacke, ja, boah, dauert es eine Runde und dann ist gut. Ja, die ist halt gut im Herstellen. Genau, hier im Herstellen. Sammeln hat die überhaupt keine Fertigkeiten. Die baut lieber. Klasse, okay, wieder was gelernt. So, beim Herstellen, das werden wir dann das nächste Mal machen können. Kleidung müssen wir mal auch gucken, weil ich weiß zum Beispiel auch nicht, welche Auswirkungen diese Kleidung grundsätzlich hat. Und das machen wir mal kurz. Das sehen wir leider nur in diesem Fortschrittsfenster. Da kann man das sehen. Hier leichte Rüstung. Das weiß nicht, ob das wäre auch als Rüstung, weil die sieht nicht so aus wie Rüstung. Das sieht eher aus wie so Leder oder so Stoff. Stoffklamotten oder so Leinenklamotten. Aber vielleicht ist es das doch. Wir werden sehen. Also ihr seht, hier gibt es schon viel zu lernen. Aber ich glaube, also das ist etwas, was immer machbar ist. Und man hat ja alles zur Hand. Also ihr habt ja gesehen, in dem Tutorial, wenn ich hier alles anzeigen lasse, da findet man schon auch die Informationen. Und die Informationen werden schon auch halt eben sehr schön dargestellt. Und ja, da braucht man, glaube ich, nicht so sehr an die Hand genommen werden, sondern man muss da einfach sich mit Beschäftigen auseinandersetzen. Und dann ist gut. Beenden wir mal die Runde. Oh, was kommt denn da? Die nähern sich unserem Dorf. Wieder eine Begegnung. Vorher kam ein Zwerg übrigens ins Dorf. Und der hat uns, mit dem haben wir dann getrunken. Wir hätten ihn auch ausrauben oder gleich töten können. Wir haben gesagt, nee, komm, wir trinken. Und dann hat er uns den Standort einer Mithrilmine gezeigt. So. Während der Nacht entdeckt einer eurer Dornbewohner einen Eindringling in der Kornkammer. Das Tor zum Lager ist halb offen und eine kleine, pelzige und vom Mehl bedeckte Kreatur starrt euch an. Sie hat gelbe Augen, scharfe Zähne und stinkt nach verfaulten Eiern. So, wir haben die Geschichte, allein von der Geschichte ausgehen, hätte ich gesagt, okay, erledigen. Aber wenn ihr dieses Bild seht, schaut mal. Das sieht ja aus wie ein trauriges, mitleiderregendes Wesen. So. Wir haben zur Auswahl, wartet über diesen hier, habt ihr schon mal etwas gelesen. Oder verfluchter Nager, tötet ihn. Wir sagen, wartet. Diese Kreatur ist eindeutig eine Art Schwindler. Das ist ein garstiger Hausgeist, der euch im Schlaf erdrosseln wird. Obwohl ihr unschlüssig seid, warum er dann in der Kornkammer ist, aber trotzdem. Die Fakten widersprechen sich. Lasst ihn einfach in Ruhe, so viel kann er nicht fressen. Nun, wenn er ein Schwindler ist, tötet ihn. Oder was auch immer er ist, schmeißt mir ihn einfach hinaus. Wir müssen uns um unser Dorf kümmern. Töten will ich ihn nicht. Fressen lassen wir ihn nicht. Deswegen schmeiß ich ihn. Nein, das geht nicht. Ich lasse ihn mal fressen. Ich will sehen, was passiert. Zu eurer Überraschung stellt ihr am nächsten Morgen fest, dass sich einige eurer Leute gesegnet fühlen. Jetzt glaubt ihr, dass es sich dabei in einem Skat, einen freundlichen Hausgeist, gehandelt hat. Ihr habt erhalten exotische Früchte. Jutroboy hat einen Sammelskill bekommen. Ja, Jutroboy, du darfst ab jetzt sammeln. Und Jadwiga auch. Cool. Sehr, sehr schön. Und das macht das halt spannend. Sehr schön dynamisch mit diesen ganzen Ereignissen. Und wenn wir mal gucken, da hinten nähert sich irgendwas. Wildgeborene Bienen. Und da nähern sich Untote. Wir sind auch unser Dorf beschützen. Ich guck mal, wie es denen insgesamt geht. Das Laber geht's super. 12, 12, 8. Ja, die sind wieder super fit. Das heißt, ihr könnt das Lager abbrechen. Und jetzt geht ihr mal zum Dorf. Ich will mal sehen, was passiert, wenn die im Dorf sind. Dann kann ich eine neue Expeditionsgruppe bilden, auch mit diesem YouTube-Boy und so. Und weil ich glaube, da ist eine gute Ergänzung. Zwecks Kampf. Hier Gegner gesichtet. Das kann man ein- oder ausschalten. Beziehungsweise man kann einschalten, ob dann die Kamera drauf geht oder nicht. Hat wohl Performancegründe, wenn ihr einen schwächeren PC habt, einen wirklich schwachen PC, dann könnt ihr das ausschalten, damit dann da die Berechnung nicht erfolgt und dann einfach nur die Info da ist, okay, dass die da sind. So, jetzt haben wir auch genügend Holz und wir haben wieder ein neues Ereignis erlebt. Wir haben ein bisschen was gelernt, jetzt gerade auch über die Produktion. Ich glaube, das war sehr, sehr wichtig. Und ja, ich werde jetzt in den nächsten Schritten werde ich hingehen und werde eine Schmiede bauen. Dann werden wir beobachten, wie sich die Untoten nähern, ob sie sich nähern, was mit den Bienen ist und so weiter und so fort. Und ich freue mich wirklich drauf. Thea, The Awakening ist bisher ein sehr interessantes und gutes Spiel. Das macht mir sehr viel Spaß. Und ja, wenn ihr das auch genauso interessant findet wie ich, verfolgt einfach weiter die Let's Plays von mir. Ich werde natürlich weitere Episoden folgen lassen. Das ist kein angezockt Titel. Das ist definitiv ein Titel, den ich noch eine gute Weile spielen werde.
und wir werden sehen, wie lange das Ganze dann stattfindet. Ich danke euch, bis zum nächsten Mal.